Du möchtest gewinnbringende und gesunde Gespräche haben, dann solltest du deinem Gegenüber die Möglichkeit geben, sich auf dieses Gespräch vorzubereiten. Denn wenn wir uns nicht vorbereiten können, müssen wir spontan agieren. Und wenn Menschen spontan agieren, werden immer mehr Stresshormone ausgeschüttet: Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin. Und wenn diese ganzen Hormone ausgeschüttet werden, können wir oft nicht so klare Gedanken fassen und die GesprächspartnerInnen gehen oft mit einem unguten Gefühl aus dem Gespräch raus, weil plötzlich fallen ihnen ganz viele Dinge ein und ärgern sich dann irgendwie über sich, über die Gesprächssituation, sind unzufrieden. Ja, das hätte ich noch sagen können, das fällt mir noch ein. Wenn die Menschen aber die Möglichkeit haben, sich vorzubereiten, dann können sie sich schon mal auf die Situation einstellen, sich schon mal Gedanken machen, was fällt mir dazu noch ein und sind nicht so überfahren und überrascht. Und wenn spontan etwas in Meetings, in Teamsitzungen aufkommt, dann eine kurze Ruhephase, alle machen sich kurz Notizen zu dem Thema, gehen in sich, weil sonst melden sich ja immer wieder die gleichen zu Wort, die besonders schnell sind im Denken und Aussprechen und es beteiligen sich immer wieder die gleichen Menschen.